Liebe Freunde des HVV-Kanals, heute in der zweiten Folge unserer HVV-Dialoge zu Gast Daniel Dejanovic von der Volkshochschule Frankfurt. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Ja, danke dir, Christoph. Ich setze mich mal zu dir und würde eigentlich ganz gern zunächst mal über unser neues Bild reden. Wir haben ja den Bundespräsidenten aufgehängt, weil sich dein Vorgänger hier im Interview, Bernhard Wolf, vor 2 Wochen gewünscht hat, hängen wir den Bundespräsidenten auf, weil der hat gesagt, Volkshochschulen sind ein Segen für unser Land. Was sagst du dazu? Staatstragende Worte. Ich war bei der Veranstaltung selbst mit dabei, habe ihn erlebt. War eine starke Veranstaltung gewesen. Und wenn er das so sagt, muss das ja wohl so stimmen. Ja, das ist, denke ich mal, auch eine Aussage. Daniel, du bist in der Volkshochschule Frankfurt, aber auch hier im Hessischen Volkshochschulverband für die Verbreitung einer neuen Lernform verantwortlich, zuständig, du engagierst dich da seit mittlerweile 2 oder mehr Jahren sogar dafür, bist in vielen Kontexten, auf vielen Konferenzen unterwegs, um dieses Thema voranzutreiben. Was ist denn so aus deiner Sicht das Wichtigste, was jetzt in den nächsten, ja, sagen wir mal, 1, 2 Jahren passieren muss auf diesem Bereich, um das Thema in den Volkshochschulen auch gut zu platzieren? Ja, wir haben in den Volkshochschulen gearbeitet dazu. Das bedeutet, wir haben viel Kapazität erst einmal in die Infrastruktur gestellt, dass wir ein Lernmanagementsystem haben, nämlich eine Moodle-Plattform, die auch allen zugänglich ist und wo es keine großen Hürden gibt, mit einem guten Support, so dass man sich auch tatsächlich konzentrieren kann auf das, wo in unseren Stärken liegen, nämlich die didaktischen Szenarien, gute Kurse zu machen. Und in der nächsten Stufe, denke ich, wird die große Herausforderung sein, die Qualifizierung anzugehen, unseres hauptamtlich pädagogischen Personals und natürlich auch unserer Kursleitenden, um einfach gute Kurse anzuschieben. Ja. Und in dem Kontext darf ich nicht vergessen, gibt es jetzt in Kürze, wenn ich das gleich mal nutzen darf, weil das wird sicherlich international ausgestrahlt werden, eine Klasseveranstaltung bei uns in Frankfurt in Kooperation mit der Uni Frankfurt und mit dem HVV und mit dem Hessen Campus, dem Projekt Neue Medien. Am 9. Dezember haben wir ganz interessante Referenten, nämlich zum Beispiel Professor Stefan Aufenlanger gewinnen können für das Thema mobiles Lernen in Bildungsinstitutionen des lebenslangen Lernens. Wird ja immer wichtiger, wenn ich nur an die vielen iPads, iPhones, Smartphones und so weiter denke, die ja auch zu Lernzwecken sehr gut genutzt werden können. Das sehe ich genauso. Und dann haben wir auch noch Herrn Spannagel, Professor Christian Spannagel, der Pädagogischen Hochschule Heidelberg gewinnen kann für ein interessantes Thema, die YouTube-Hausaufgabe oder wie man seinen Unterricht umdreht. Daneben werden natürlich hessenweit Projekte vorgestellt werden, die an Volkshochschulen oder mit Hessen Campus Kooperationspartnern entstanden sind, die als Best Practices gelten können, um einfach eine Community zu bilden. Wer sich anmelden möchte, auf eurer Webseite steht es drauf, nehme ich mal an, kann sich an den HVV wenden, selbstverständlich auch an die Volkshochschule Frankfurt oder Studium Digitale oder wen auch immer. Wir werden den Link auch nochmal auf unseren Kanal stellen, sodass Sie sozusagen gleich dahin surfen können und also den Anmelde-Button dann auswählen können. Ja, Daniel, herzlichen Dank. Bitte schön, gerne. Ich würde dich natürlich wie jeden Gast auch fragen, weil das ist ja immer nur eine sehr kurzzeitige Sache, dass hier ein Prominenter hängen darf. Muss nicht unbedingt ein Prominenter sein. Aber wen würdest du denn anstelle des Bundespräsidenten dort aufhängen? Oh wow, das ist aber eine Frage. Ja, hast du einen Vorschlag? Ja, ich hab da eine Idee. Moment. Wäre das okay? Ja, ich denke schon, oder? Ich bin dabei. Okay. Gruß an Edeltraud Mustzech.